Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dismantle. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen mal kurz auf die Map. Wir wollten heute hier oben uns noch ein bisschen amüsieren, dass wir hier den Rest noch aufgedeckt bekommen und das Lagerfeuer noch anmachen. Und als nächstes würde ich dann natürlich gerne über die Gleise, damit wir hier auch diesen Abschnitt aufdecken können. Ich bin so gespannt, was es hier noch alles gibt. Lass uns mal gleich losflitzen. Ah, stimmt, die sind ja auch wieder da, ne? Ich erinnere mich. Vielleicht sollten wir die mal als erstes loswerden. Ach, die Tür ist auch blockiert. Kein Problem für uns. Haben wir noch Handgranaten? Jo, haben wir noch. Ja, das war ja ein Satz mit X hier, ne? Wir deblockieren mal die Türen hier. Sag mal. Überall immer die Tür blockiert. So, jetzt aber. Wow, nice. Das hat sich ja richtig gelohnt. Wow. Cool. Ich liebe die Explosionsfässer. Dass das Bild immer noch so wackelt, muss ich sagen, geht mir trotzdem ein bisschen auf den Keks. Kochtopf. Hey, die stehen auf der Palette, funktionieren aber. Okay. Witzig. Ziemlich großes Geschäft hier, ne? Hammer. Hat er nicht kommen sehen. Oh, hier gibt es eine Notiz. Die wollen wir doch mal lesen. Willkommen in unserer Modellküchenausstellung. Das hier sind die Küchen der Zukunft. Okay. Cool. Suchen wir uns mal ein Modell aus, oder? Boah, gibt's hier viel zum Abbauen. Der Wahnsinn, oder? Blockiert. Komm, wir nehmen mal den Basie. Immer noch blockiert von der anderen Seite auch. Jo, okay. Schade. Alle blockiert, ne? Jo. Super. Aber kochen können wir hier, ne? Ohne Ende. Oh, da ist auch noch eine Dings. Ein Explosionsfass. Da ist der Bus. Jetzt überlege ich gerade, wo wir am gescheitesten hochgehen wollen. Ich würde sagen, wir gehen hier an der Hauptstraße entlang, oder? Jo, das machen wir. Ah, schön, das macht so viel Spaß. Ihr glaubt es nicht. Oder ihr glaubt es immer noch, das kann natürlich auch sein. Wir sind hier gerade voll, dann schicke ich einmal heim. Wir haben hier auch noch was zum Leermachen. Ah, Tücher, danke. Mörsche, Mörsche, danke. Ich freue mich schon auf die Outtake-Folge, wenn ich hier alles Tabula Rasa leer mache. Das wird übel. Das wird richtig übel. Ein Rezept fände ich noch nice. Okay, das Haus haben wir.
Gerade mal schauen, ob wir so alle Häuser so weit abgefrühstückt haben. Ah, guck mal, da gibt es auch noch was. Auch Tücher, mhm. Eine Kiste. Oh, nice. Stahl. Einen Angelplatz gibt es hier keinen, ne? Nee, leider nicht. So, spiegeln wir noch in das Haus rein, hätte ich gesagt. Kein Rezept für uns. Was ist denn los hier? Sag mal. Wir sind noch rezeptgeil. Da gab es auch nichts mehr. Na gut. Jo, zwei auf einen Streich. Auch nice. Untersuchen. Ich weiß noch, wie das war, als wir noch Kinos hatten. Ah. Ah, ist ein Autokino, ne? Cool. Sag mal, einen Blick hier aufs Schild werfen. Heilbronn. Und springen kann. Da ist eine Brücke, aber da können wir wahrscheinlich nicht. Oh, habe ich da etwa einen Angelplatz gesehen? Jo. Okay, dann müssen wir die Brücke von der anderen Seite aktivieren. Ich würde ja behaupten, ich muss mal gerade kurz gucken. Brauchen wir die Wärmflasche hier noch? Nee. Ich würde nämlich gerne mal hier kurz den Magneten reinmachen. Und wir brauchen die Angel. Und in gewohnter Manier sehen wir uns gleich wieder. Dürfte gleich der letzte Fisch sein, sofern überhaupt noch einer rauskommt. Oh, ja, hier ist eine große Ausbeute. Nice. Die nehmen wir auch gleich mit. Und ich habe hier auch noch Bärchen entdeckt. Die will ich auch. Gasmaske, klar, haben wir doch. Alles gut. Als der Kriege. Gut, dass das ganze Level nicht so vergast ist, ne? Okay, dann kommen wir wieder hier raus. Das kennen wir ja. Fernfahrerkneipe, yo. Das meiste ist hier klar. Dann würde ich aber vorschlagen, wir decken hier unten noch den Flecken auf, um zu gucken, was da so los ist. Wie viele Gegner haben wir denn noch? 121. Das ist halt schon noch eine ganze Ecke, ne? Ganzer Zacken. Wir sind schon wieder voll, das ist der Wahnsinn. Sorry, muss einen kurzen Break machen. Batterien vom, oder auf, wieder aufladbare Batterien vom Controller tauschen. Da haben die mich doch gerade im Stich gelassen. Lagerfeuer, check. Dann würde ich sagen, Grabstein. Grabstein. Jo, Grabstein werden wir noch aufdecken und hier ist auch noch ein Lagerfeuer, das nehmen wir auch noch mit. Das ist gut, dann können wir mal ganz kurz hier unsere Granaten wieder auffüllen. Was gibt's hier für eine Ansage? Message to all survivors. Head for the Pioneers Park in the middle of the city. We are able to provide shelter for you there.
Zwiebeln. Ja, danke schön. Sonst gibt es hier nichts. Nee, hier gibt es nichts. Super riesig, die Stadt. Echt krass. Oh, ne. Hat er mich schon entdeckt? Wie das? Der spinnt wohl. Oh, den habe ich auch nicht gesehen. Gut versteckt dahin am Bus. So. Was haben wir denn da? Da ist eine Kiste. Da kommen wir von da nicht rein. Gut, dass wir jetzt den Vorschlaghammer haben. Das Ding ist auch echt cool. Weil so Spaß hat die halt manchmal echt voll die Laufwege. Den du dich einfach durch die Wand bollerst. Ach, auf der anderen Seite wäre offen gewesen, habe ich gerade gesehen. Ah, hier ist das Rezept. Jo, das machen wir uns gleich. Man muss nur oft genug jammern, dann kriegt man auch ein Rezept, ne? Pilzsuppe. Mit Knochen. Mhm. So, wie viele Knochen brauchen wir? 4. Möhren haben wir zum Glück auch ein paar. 5. 8 rote Pilze. Geht auch klar. Und Kartoffeln 6 Stück. Schaden ablocken plus 5. Knochenmark und Pilze geben dieser dicken Suppe ihren unvergesslichen Geschmack. Ja, freue ich mich. Ein Rezept mehr auf unserer Liste. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns aber hier noch das Lagerfeuer. Was ist denn hier los? Ach, da schleicht auch noch einer rum. Oh, da schleichen noch ganz viele rum. Da machen wir erst das Lagerfeuer an. 68 von 103. Aha, über den Zaun hinweg. Cool. Ich will hier die Pilze nämlich einsacken. So, hier auch mal ein bisschen Platz machen, falls wir rennen müssen. Stahl, dankeschön, nehme ich immer gern. Gewürze, also Zeug kriegst du hier auch echt massig, ne? Ist echt spitze. Oh, hier gibt es auch noch was. Was ist das für ein Fliegegeräusch? Hört ihr das? Ach, das ist der Typ. Hat sich kurz so angehört wie Flügel schlagen. Ich dachte schon, was? Was für eine Schweinerei erwartet uns jetzt schon wieder? Tja, Freund der Sonne. Nicht mit uns. Oh. Gut, das Haus ist auch clear. Das heißt, wir haben noch 102.
schauen wir mal kurz. Ich würde aber nochmal hochgehen tendenziell. Da sind ja noch kleine Flecken, die wir nicht aufgedeckt haben. Und dann machen wir uns langsam mal auf den Weg da zu den Schienen. Gar kein Radio mehr hier in der Nähe, Mensch. Los. Oh, da standen Gewürze auf der Waschmaschine. Okay. Warum nicht? Mein, wer wäscht nicht mit Paprika-Gewürz? Vielleicht kann man damit Klamotten färben. Wer weiß. Ja, das sieht doch soweit hier mal ganz gut aus, hätte ich gesagt. Wir laufen nochmal hier am Rand entlang. Boah, habt ihr die ganze Stadt abgebaut? Nur mal so als Zwischenfrage. Da wische irre, oder? Gut, dann haben wir den Flecken, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz hier hin und dann haben wir die Stadt hier soweit. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ich glaube, hier kommt man wahrscheinlich nicht durch, ne? Könnten wir auch mal probieren. Gehe ich in die richtige Richtung? Jein. Hat sich trotzdem gelohnt? Oh, ne. Kommt man da durchs Tor, aber das war's dann, glaube ich, hier auch. Da ist Sackgasse, ne? Jo, da ist Sackgasse. Was mich auch nervt, sind hier noch die zwei Türen, die noch verschlossen sind. So, was macht mich immer irre. Sonst lümmelt hier aber keiner mehr rum, ne? Nee. Hammer, Hammer, Hammer. Da oben haben wir alles. Dann würde ich sagen, wir springen mal zum Turm und machen einen ganz kurzen Abstecher zur Arche, oder? Schmeiß mal unsere Bärchen rein. Hier kommen wir doch auch durch. Dann schmeißen wir mal die ganzen Blätter rein. Samples deposited. 30 samples deposited. 70 samples deposited. This collection is now 100% complete. The Ark 35% complete. Jetzt interessiert mich aber. 158 Blätter haben wir noch. Wow. 35% fertiggestellt. Forward to the next collection. We have bent the nature to our will and in the process have created unimaginable prosperity. Unlike the alchemists of old, we now have the power to transmute matter into exotic materials. The samples in this collection are the stepping stones on the path to beyond. Lay down the samples, so that after the end, we can continue from where we left off. Okay. Wie viel Plastik haben wir? Oh, wow. 10 samples deposited. 30 samples deposited. 70. This collection is now 49% complete. Ah, das können wir auch reinschmeißen. 30 samples deposited. This collection is now 68% complete. 10 samples deposited. 30. This collection is now 87% complete. Ja, die tun mir zwar ein bisschen weh, wenn wir die da reinschmeißen, aber wir machen es trotzdem. Samples deposited. 70. This collection is now 100% complete. The arc is now 49% complete. Please move forward to the next collection. Was 49% ist, das heißt, wir haben die Hälfte. Geil. The arc is almost complete.
Please carry on the good work. I want to remind all our volunteers that there will be an after party. It will be held at level 2 when the arc is complete. It will be quite something. Okay, wir machen das alles nur für eine Party hier. Das soll mir, warum sagt er das nicht gleich? Ja, dann öffne mal hier die Türen, Freund der Sonne. Oder muss ich da jetzt außen rum oder was? Ist sein Ernst, oder? Gibt's hier einen Knopf? Nee. Hätte das nicht gleich sagen können, dass es eine Party gibt? Dann hätte ich dir ja schon viel früher das Zeug hier abgegeben. 40 von 73, jo komm. 10 samples deposited. This collection is now 2% complete. 10 samples deposited. 30. This collection is now 11% complete. 10 samples deposited. 30 samples deposited. This collection is now 21% complete. 10 samples deposited. 30 samples deposited. This collection is now 34% complete. 10 samples deposited. This collection is now 48% complete. 10 samples deposited. Oh nee, uns fehlt Salat. Ich kotz. 30 samples deposited. 70 samples deposited. 150 samples deposited. 10 samples deposited. 30 samples. This collection is now 76% complete. Und Möhren. Salat und Möhren, okay. 30 samples deposited. 70 samples. Dann ist klar, was zu machen ist. Ich muss Möhren und Salat anpflanzen. Okay. Schön, haben wir das aber. Ich würde sagen, der nächste Schritt ist über die Gleise. Das heißt, wir sehen uns gleich auf den Gleisen. Bevor wir die Gleise erobern, erobern wir noch ganz kurz das Lagerfeuer, um den Levelaufstieg zu vergeben. Fischer, Bauer, Arzt. Fischer, Tierfreund, Baumeister, dann würde ich tatsächlich nochmal den Bauer nehmen. Denn wir dürfen ja erst ja nochmal Pflanzen anpflanzen. Wir können nochmal gucken, können wir noch was erfinden? Wir hätten noch offen die Sandsäcke und den Ladeschacht. Dafür hätte ich aber gerne vorher noch CPU eigentlich. Der Blitzableiter. Titan, Plastik, Elektroteile, komm, den machen wir mal. Ins Gepäck. Wo kann man den denn? Ah, hier kann man den auswählen. Den würde ich auch gerne mal testen. Dafür nehmen wir mal hier Banduli raus. Geiles Ding. Da würde ich gerne das wieder reinmachen. Und ich würde das Ding, wenn es geht, kann man das auch verbessern? Nee, den Blitzableiter kann man scheinbar nicht verbessern. Schade. Oh, den hätte ich gern verbessert. Aber ich bin jetzt mal sehr gespannt, was der kann. So, auf zu den Gleisen. Wir müssen da rüber. So, mal das Katana würde ich in die Hand nehmen. Und hier die Verbände. War ja klar, ne? Damit wir da wenigstens drankommen. Na, dann schauen wir uns hier mal um, was es hier gibt. Gewerbegebiet Mittstadt. Dass die Gegner betäubt werden, finde ich gut. Echt nice. Das kommt jetzt aber nicht durch diesen Blitzableiter, oder? Da bin ich mal gespannt, was das kann. Und ob wir das überhaupt merken, ne? Aber ich hoffe mal. Ich hoffe doch ganz stark. So, Plastik.
Wir könnten eigentlich auch mal eine andere Kopfbedeckung anziehen. Hier brauchen wir ja die Gasmaske gerade gar nicht. Zack. Oh, da würde ich gerne rein. Oh, das wird jetzt gut. Platinen, ja. Salat und Möhren müssen wir holen. Salat und Möhren. Das mache ich dann mal Outtake. Ah, hier müssen wir uns durch die Wand klopfen. Gibt es hier eine gute Stelle? Ja. Den Hammer haben wir schon drin. Kann mal gucken, wie groß ist denn das Gewerbegebiet? Ja, ist auch nicht so klein. Ich bin auch gespannt, ob es hier irgendwo... Boah, diese Drecksgeschütze. Ob es hier irgendwo auch einen Bossmob gibt. Wieso gibt es denn da eigentlich keine CPU? Wie frech finde ich das? Was ist denn hier passiert? Komm her. Ah, Angelplatz. Nice. Da ist so ein Typ. Wo können wir uns nochmal hier mal durchballern? Hier, ne? Ach, da kann man nicht durch. Oh. Man kann hier sich nicht durch die Wand klopfen. Was ist hier los? Da komme ich auch nicht rein. Gibt es da noch eine zweite Tür? Ah ja. Okay, hier ist nichts Schönes für uns. Also vom Blitzableiter habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Oder ist, soll das das Ding sein? Lass uns noch mal kurz auf die Beschreibung gucken. Betäubender Gegner, das könnte es natürlich sein, ne? Aber ich habe mir jetzt eigentlich erhofft, dass das irgendwie eine geile Animation hätte, irgendwie so. Dass so Blitze von uns ausgehen oder irgendwas. Fast schon wieder ein bisschen Imber. Ah, schön mal wieder außerhalb der Stadt zu sein, finde ich. Ich mag so Städte auch, aber ich finde es dann immer auch ganz cool, wenn man mal wieder rauskommt. So, es ist mal wieder Angelzeit, weil alles nach Angeln schreit. Und in Anbetracht der Zeit würde ich auch sagen, wir verbinden hier die Angelsession mit einem Folgenwechsel.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch natürlich wieder fürs Zuschauen. Genießt die Zeit, bleibt mir gesund. Bis gleich zur nächsten Folge. Ciao.